begrüße Sie zu unserer heutigen Anhörung. Ich begrüße auch die Kolleginnen und Kollegen, die sich im Chat befinden, per Telefon zugeschaltet sind. Alle Ausschussmitglieder haben die Zugangsdaten schriftlich vorher bekommen. Und wir kommen jetzt erstmal zum Prozedere der Anwesenheit. Wir haben hier die Klarnamen, die, wie Sie sich eingewählt haben. Und ich frage jetzt die Mitglieder der einzelnen Fraktionen ab. Wir haben bei der CDU-CSU haben wir Frau Bernstein hier im Saal und Herr Dr. Ulrich ist auch da. Wir werden Sie jetzt gleich hier markieren. Und ist noch jemand von der CDU-CSU im Chat? Der möge sich jetzt bitte melden. Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur SPD-Fraktion. Sönke Rix, Svenja Stadler, Frau Steffen ist hier. Haben wir noch jemanden von der CDU-CSU-Fraktion, der zugeschaltet ist? Von der SPD-Fraktion, Entschuldigung. Frau Ortleb, genau. Stadler ist auch da. Svenja Stadler, die habe ich schon aufgerufen, genau. Damit haben wir die SPD-Fraktion. Die AfD-Fraktion. Herr Erhorn ist hier im Raum. Gibt es noch jemanden, der zugeschaltet ist? Herr Martin, Herr Reichert, Sie müssten zugeschaltet sein. Ich bin zugeschaltet, jawohl. Noch jemand von der AfD-Fraktion? Das ist nicht der Fall. Dann komme ich zur FDP-Fraktion. Frau Bauer ist uns zugeschaltet. Gibt es noch jemanden, der zugeschaltet ist? Das höre ich nicht. Von der Fraktion Die Linke, Frau Achelwilm ist hier im Raum. Und ist noch jemand zugeschaltet von der Fraktion Die Linke? Das ist nicht der Fall. Damit bin ich bei Bündnis 90 Die Grünen. Frau Deligüs ist im Chat und Ulle Schaust ist hier im Raum. Gibt es noch jemanden, der zugeschaltet ist von Bündnis 90 Die Grünen? Das ist nicht der Fall und Herr Weinberg ist uns jetzt auch von der CDU-CSU-Fraktion zugeschaltet. Wir haben Sie alle notiert und damit haben wir die Anwesenheit geklärt. Vielen Dank. Wir führen heute die öffentliche Anhörung zu folgenden Vorlagen durch. Zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung und Änderung der Regelung für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in Führungspositionen. Zum Antrag der Fraktion der FDP, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und zum Antrag der Fraktion Bündnis 90, die Grünen, Frauen, die den Weg frei machen. Ich begrüße jetzt dazu alle Mitglieder des Ausschusses, alle Mitglieder der beratenden Ausschüsse. Von der Bundesregierung begrüße ich Stefan Zierke, den parlamentarischen Staatssekretär, die Besucherinnen und Besucher. Und natürlich begrüße ich ganz herzlich unsere Sachverständigen, die alle per Videokonferenz zugeschaltet sind. Ich rufe Sie alle nacheinander auf und es wäre schön, wenn Sie ganz kurz sagen würden, dass Sie da sind. Professor Dr. Barbara Dauner-Lieb vom Lehrstuhl für Bürgerliches Recht von der Universität zu Köln. Sind Sie da? Ja. Wunderbar. Ja, ich bin da. Dr. Feline Erfurt-Sandhu von der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Ja, ich bin da. Sie sind da. Rechtsanwältin Dr. Daniela Fovaccia von Fovaccia, genau. Hengelner Müller, Partnerschaft von Rechtsanwälten aus Frankfurt am Main. Sind Sie zugeschaltet? Das haben wir schon gehört. Ja. Und Antje Kapinski, Verein Spitzenfrauen Gesundheit e.V. von Berlin. Ja, ich bin da. Hallo. Dankeschön. Hallo. Janina Kugel von Kugel und Asectures am GmbH Berlin. Ja, ich bin da. Genau. Dr. Gisela Notz aus Berlin. Mikro bitte anmachen, Frau Dr. Notz. Entschuldigung, aber ich bin da. Sehr gut, sehr gut. Und Dr. Friederike Rotsch aus Darmstadt. Ja, auch anwesend. Auch anwesend. Sana Röser, die Familienunternehmerin von Berlin. Ja, ich bin auch da. Wunderbar. Und
Tanja Demmel von der ist die Vertreterin der Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände. Sind Sie da? Ich bin auch da. Damit nochmal herzlich willkommen. Ich weise jetzt darauf hin, dass die Anhörung im Parlamentsfernsehen und im Internet des Deutschen Bundestages übertragen und in der Mediathek auf der Homepage des Deutschen Bundestages bereitgestellt wird. Wir erstellen ein Wortprotokoll, welches dann natürlich auch im Internet abrufbar ist. Außerdem sind Bild- und Tonaufzeichnungen anderer Personen natürlich nicht gestattet. Ebenso bitte ich bei der Anhörung, die Mobiltelefone auszuschalten. Der Ablauf der öffentlichen Anhörung ist wie folgt vorgesehen: Eingangsstatements der Sachverständigen von jeweils 3 Minuten und eine Fragerunde von 60 Minuten. Bei diesen Frage- und Antwortrunden wird das Fragerecht nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen zeitlich aufgeteilt. Zu Beginn der Wahlperiode haben wir uns darauf verständigt, dass die Fragekontingente der Fraktionen der CDU, CSU und der SPD-Fraktion jeweils auf 2 Blöcke aufgeteilt werden. Und so wird es heute auch gehandhabt. Ein Hinweis noch zum Zeitmanagement. Die sonst übliche Uhr können Sie leider im Chat nicht sehen. Die sehen wir nur hier im Saal. Ich werde rechtzeitig vor Ablauf Ihnen ein Zeichen geben mit unserem schönen Glöckchen. Und das bedeutet, dass Sie dann noch 1 Minute rund haben, sodass Sie dann auch zum Schluss kommen sollten. Wir beginnen mit der öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung Frauen in Führungspositionen auf der Bundestagsdrucksache 19/26689, den Antrag der FDP-Fraktion auf der Bundestagsdrucksache 19/20780 und zum Antrag von Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf der Bundestagsdrucksache 19/25317. Zunächst bitte ich die Sachverständigen um ihr 3-minütiges Eingangsstatement und Professor Dr. Dauner-Lieb wird beginnen. Sie haben das Wort, bitte. Danke. Hört man mich? Ah, Sie sind gut zu hören. Wunderbar. Super, super. Sehr geehrte Herren und Damen, ich bedanke mich sehr für diese Einladung. Sie ist ehrenvoll. Trotzdem habe ich lange gezögert, bis ich sie angenommen habe. Als ich gefragt wurde, warum ich denn gefragt werde, lautete die Antwort, es hat sich kein Mann aufgedrängt. Nicht, Sie sind Expertin, Sie haben Erfahrung in der Wirtschaft, Sie sind politisch engagiert, nicht einmal, Sie sind witzig, unterhaltsam. Es liegt auf der Hand, warum ich gefragt wurde, weil ich eine Frau bin. Und wenn ich es richtig sehe und wenn ich die Liste der Sachverständigen lese, sind wir hier unter uns. Es sind nur Frauen gefragt worden. Was sagt uns das? Zunächst einmal spricht dies dafür, dass unser Thema, unsere Gesetzesinitiativen heute hier als Frauenthemen wahrgenommen werden, auch wenn es um so etwas Heiliges wie einen Vorstand einer Aktiengesellschaft geht. Gedöns, hätte Helmut Schmidt gesagt. Diese Wahrnehmung ist vordergründig, denn Gender und Diversität sind als Themen auf dem Vormarsch, selbst in der CDU. Ich darf das so milde ironisch vermerken, da ich nun seit fast 50 Jahren in der CDU bin und noch Zeiten erlebt habe, in denen man in der Frauenunion überhaupt nur gehört wurde, wenn man mindestens ein Kind bereits geschafft hatte. Heute tragen selbst Jungmänner der Jungen Union Frauenförderung auf den Lippen. Modern sind wir. Aber meine Damen und Herren, Frauenthemen, ich bin ganz beim Gesetzesentwurf, auch wenn man das nicht zuerst merkt. Frauenthemen sind für Frauen sehr gefährlich. Es ist eine eiserne Erfahrung von Karrierefrauen, dass es die Eintrittskarte zum eigenen Fahrstuhl ist, sich skeptisch zu solchen Themen zu äußern. Ich habe das etwa in einem Frauennachmittag bei Hengeler erfahren, wo die Dame, die das leitete, sagte so, und bevor wir jetzt laut reden, machen wir erstmal die Tür zu. Vorher sagen wir nichts und guckte im Raum, ob noch ein männlicher Kollege da ist. Diese Themen sind äußerst gefährlich, denn wer sich als Frau profilieren will, äußert sich skeptisch zu solchen Themen. Oder umgedreht, wer sich auch nur milde positiv über die Frage der Quote
äußert, darüber nachdenkt oder schreibt, bringt sich selber und die eigene Karriere in Gefahr. Das gilt insbesondere im Gesellschaftsrecht. Das ist eine ganz kleine Community. Wenn man da jemals etwas in diesem Sinne gesagt hat, ist man raus und das geht ganz schnell. Kleine Community heißt in den einschlägigen Tagungen 125 Männer, 5 Frauen. So, das weiß natürlich jeder und deswegen weiß man natürlich auch, warum man Frauen zu Frauenthemen fragt. Allzu Revolutionäres wird man nicht erwarten. Ich hätte mir in dieser Anhörung, dass mein erstes Statement, Männer, Kollegen, gewünscht, auch Männer und Kollegen, eine gute Mischung, die vielleicht einfach auch mal darauf hinweisen, dass dieses Thema weder ein Frauenthema noch ein Familienthema noch Gedöns ist, sondern ein wichtiges gesellschaftspolitisches Thema zur Frage, wie können Unternehmen ökonomisch und gesellschaftspolitisch nachhaltig optimal geführt werden. Und dazu hätte ich eben gerne auch Sie Männer bitte gehört. Zum Schluss? Ja, der Schluss ist einfach, weil ich als Juristin gefragt bin. Gibt es Gesetzesgrenzen? Verfassung? Nein. Struktur des Aktiengesetzes? Meine Damen und Herren, nein. Ich muss Sie jetzt wirklich bitten, Sie sind jetzt eine Minute drüber, wir müssen jetzt zum Schluss kommen. Dann sage ich den allerletzten Satz, es kommt ausschließlich darauf an, ob man das politisch will. Juristisch geht das alles, aber ich habe mich zum Politischen nicht geäußert. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Dr. Erfurth-Santu ist die Nächste, bitte. Ihr Statement. Ja, vielen Dank für die Einladung zur heutigen Anhörung. Eine kurze Anmerkung vorweg. Ich möchte meine Einbindung in die Evaluation des FIPOC 1 kenntlich machen. Es gab da ein Konsortium, welches die Evaluation erstellt hat und ich war darin im Rahmen eines Werkvertrags für das BMFSFJ tätig, das zur Transparenz. Jetzt aber zum Gesetzesentwurf, zum FIPOC 2. Der Entwurf ist ein wichtiges gleichstellungspolitisches Signal. Die Ergebnisse der Evaluation machen deutlich, dass es eine Nachbesserung braucht. Jedoch geht der Entwurf aufgrund des begrenzten Geltungsbereichs nicht weit genug und angesichts der starken Beharrungskräfte, die wir in Deutschland noch haben, ist der Entwurf zu vorsichtig. Wie komme ich zu der Einschätzung? Deutschland liegt abgeschlagen hinter anderen westlichen Industrienationen mit gerade mal 11% Frauen in den Vorständen. Die Frauenanteile in den DAX 30 waren sogar rückläufig im letzten Jahr. Wir versuchen jetzt seit 20 Jahren mit freiwilligen Regelungen und Selbstverpflichtungen den Frauenanteil anzuheben. Das ist fast eine Generation. Aber der erhoffte Erfolg tritt nicht ein. Wir können auf diese Freiwilligkeit und auch auf eine natürliche Entwicklung nicht setzen. Insofern ist es jetzt folgerichtig, an die Vorstände ranzugehen. Zu betonen ist aber, dass es hier um eine Mindestbesetzung geht, nicht um eine feste Quote. Und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat ausgerechnet, dass wir mit dieser Regelung auf 13 bis maximal 21% kommen. Damit erreichen wir nicht eine kritische Masse, die es braucht. Insofern ist es jetzt eher ein erster symbolischer Schritt. Kritisch zu bewerten ist auch der geringe Anwendungsbereich des Gesetzes. Und auch bei den Aufsichtsräten gehen wir nicht weit genug. Es erschließt sich nicht, warum eine Ausweitung des Geltungsbereichs nicht vorgenommen werden soll. So war es ja im Entwurf schon mal angelegt. Denn die Quote hat sich für den deutschen Kontext als wirksames Instrument erwiesen. Wir haben jetzt einen Frauenanteil von 35%. Schlussendlich ist anzumerken, dass wir bei einer Quote von 30% ja nicht von paritätischer Teilhabe von Frauen und Männern sprechen. Hier wäre also eine dynamische Quotenregelung empfehlenswert, also zum Beispiel 40% in 2030. Und empfehlenswert wäre es auch, dass im FIPOC eine Prozessorientierung angelegt wird. Was meine ich damit? Das Gesetz stellt jetzt auf die oberste Ebene ab, aber erfolgsentscheidend ist ja, dass die Unternehmen langfristig den Frauenanteil von unten nach oben aufbauen. Und dafür braucht es geeignete Prozesse. Also wäre zu überlegen, wie Unternehmen angehalten werden, eine Art Diversitätsstrategie oder Aktionsplan für Parität zu entwickeln. Das sollte ja nicht nur im Interesse des Staats sein, sondern es wollen zunehmend auch Investoren wissen, wie die Unternehmen zu mehr Diversität kommen, wenn das Top-Management aktuell noch homogen besetzt ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war eine Punktlandung. Die nächste ist Frau Dr. Favoccia. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Sie haben das Wort. Herzlichen Dank. Ich möchte aus gesellschaftsrechtlicher und praktischer Sicht zu den Vorlagen Stellung nehmen.
und um meine eigenen Eindrücke aus der rechtlichen Beratung als Aufsichtsrätin und als Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Codex auf eine breitere Grundlage zu stellen, habe ich für die Zwecke der Stellungnahme 30 Gespräche geführt, vorwiegend mit weiblichen, aber ganz im Sinne von Frau Dauner-Lieb, auch mit männlichen Vorständen und Aufsichtsräten von börsennotierten Unternehmen, vor allem DAX 30 und MDAX, habe dann noch mit einer ganzen Reihe von Frauen aus den Führungsebenen unterhalb des Vorstandes gesprochen und mit Personalberatern. Die Stellungnahme, die Schrift habe ich mit 11 Thesen abgeschlossen, möchte jetzt hier nur einige Aspekte herausgreifen. Die gesetzliche Mindestbeteiligung für Vorstände halte ich für sinnvoll und ich finde sie mehr als maßvoll. Man kann in der Tat fragen, ob es weit genug geht. Das FIPOC 1 hat wertvolle Impulse gesetzt, aber die freiwillige Selbstverpflichtung hat nicht zum Durchbruch geführt. Einer meiner männlichen Gesprächspartner sagte, hätten die Aufsichtsräte ihre Jobs getan, wäre das Gesetz nicht erforderlich. Die Unternehmen werden nach meinem Eindruck, der durch die Gespräche bestätigt wurde, nicht vor unüberwindbare Herausforderungen gestellt. In allen Gesprächen wurde gesagt, es gibt ausreichend qualifizierte Frauen. Es wurde auf viele Ansatzpunkte hingewiesen zur Erhöhung des Anteils von Frauen in den Spitzenpositionen, Erweiterung des Anforderungsprofils, Suche im Ausland, professionelle Unterstützung intern durch die HR-Abteilung und gegebenenfalls extern. Dass es in Deutschland nur wenige Frauen gibt mit einer Ausbildung in MINT-Fächern, ist schade, aber auch kein Hinderungsgrund, um Vorstand zu werden. Wenn man sich die heutigen Vorstände anschaut, sind dort vor allem BWLer, VWLer und Juristen vertreten. Davon gibt es genügend Frauen. Verlangt man von den Unternehmen zu viel? Braucht man eine Härtefallregelung? Gibt es Erpressungspotenzial von Frauen? Oder lädt das Gesetz zu relevanter Umgehung ein? Das sind alles Themen, die in der Diskussion aufkommen. Das sehe ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht genügend ausreichend Frauen gibt, die qualifiziert sind. Und ich sehe auch nicht die Gefahr, dass eine Frau im Vorstand, die nicht performt, Erpressungspotenzial hätte. Natürlich gibt es ein gewisses Umgehungspotenzial, aber wenn man die Argumente auf den Prüfstand stellt, die bringen alle ihrerseits Nachteile. Und ob sich der Aufwand wirklich lohnt, ins Ausland den Sitz zu verlegen, das ist teuer und kompliziert, das mag hinterfragt werden. Außerdem gibt es dort vielfach strengere Anforderungen. Die Nichtigkeitsfolge ist ein scharfes Schwert, wird aber kaum Anwendung finden. Geht der Entwurf nicht weit genug? Ich habe gesagt, ja, die Frage kann man sich stellen. Auch hier haben interessanterweise männliche Gesprächspartner gesagt, ja, man könnte durchaus auf die Einschränkungen verzichten, würde den Druck erhöhen. Ich persönlich finde das jetzt ein Kompromiss, einen ersten Schritt und besser als nichts. Was ich mir wünschen würde, wäre eine moderate Ergänzung bei sehr großen Vorständen, dass man sagt, bei Vorständen ab 7 Personen nach einer gewissen Übergangsfrist, zum Beispiel 5 Jahre, 2 Frauen im Vorstand, um auch mehr Diversität und damit auch tatsächlich den Kulturwandel herbeizuführen. Zielgrößen finde ich positiv. Muss man mehr im Gesetz regeln? Ich glaube nicht. Was schön wäre, wenn es nicht im Konvolut des Lageberichts unterginge, sondern an prominenterer Stelle im Internet aufzufinden wäre. Und last but not least, Auszeit für Vorstände. Wie einer der Gesprächsteilnehmer, eine Frau, sagte, ist ein gutes und modernes Instrument, das nicht nur den Menschen, sondern auch den Unternehmen hilft, nicht nur den Frauen, auch den Männern. Im Mittelpunkt steht für mich die Frage der klaren Regelung, um rechtssicher Haftung freizustellen. Kommen Sie bitte zum Schluss. In denen keine Leitungsverantwortung übernommen werden kann. Dabei geht es nicht darum, dass der Vorstand zum Arbeitnehmer wird. Das ist er nicht. Er ist auch nicht Unternehmer. Aber ein Anspruch erscheint mir wichtig, um in der Zeit, wo es ohnehin... Sie müssen jetzt zum Schluss kommen, bitte. Ein Satz noch, dass sehr leistungsorientiert ist, eine Diskussion mit dem Aufsichtsrat auf Augenhöhe zu ermöglichen. Ich bin heute sehr großzügig. Dankeschön. Dankeschön, vielen Dank. Frau Karpinski, bitte. Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich möchte mich für den Verein Spitzenfrauen Gesundheit sehr bedanken, dass wir heute die Gelegenheit bekommen, hier zu sprechen. Wir sind noch ein recht junger Verein und haben das Ziel, mehr Frauen in die Führungspositionen des Gesundheitswesens zu bringen. Und wir haben diesen Verein gegründet, weil wir da großen Handlungsbedarf sehen. Deshalb begrüßen wir auch diesen Gesetzentwurf und sehen insbesondere in den Regelungen für die Vorstände der Sozialversicherung einen wichtigen Schritt.
Wir würden uns aber wünschen, dass Sie diese Regelungen auch auf andere Körperschaften, Organisationen und Gremien der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen ausweiten. Ich möchte Ihnen dafür vier wesentliche Gründe nennen. Der erste ist, das Gesundheitswesen ist weiblich. 3/4 der Beschäftigten sind dort Frauen. Beim Gesundheitspersonal mit Approbation haben die Frauen jetzt auch die Mehrheit übernommen. Nur in den Führungsebenen, da sieht es ganz anders aus. Da gibt es weiterhin nur wenige Frauen und es gibt einige Organisationen, die haben überhaupt keine Frauen in ihren Vorständen. Wir denken, dass da viel Potenzial verschenkt wird und dass das auch schwierig ist im Hinblick auf den wachsenden Fachkräftemangel, gerade auch im Gesundheitswesen. Der zweite Grund ist, dass wir glauben, dass mehr Frauen in den Vorständen sich positiv auswirken würden auf die Arbeitsbedingungen und Aufstiegschancen von Frauen. Gerade was das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht, denn wir wissen, da gibt es noch viel Nachholbedarf. Der dritte Grund ist ein versorgungspolitischer. Und zwar ist es im Gesundheitswesen weiterhin so, dass die Normgröße der Mann ist. Bestes Beispiel oder bekanntes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Arzneimittelforschung, die vorwiegend an männlichen Probanden stattfindet. Das bringt Versorgungsnachteile vor allem für Frauen. Wir denken, dass das dringend verbessert und geändert werden muss. Und der vierte Grund ist die Vorbildfunktion. Wir sehen das aus unserer Vereinsarbeit, wie enorm wichtig das ist, dass Frauen da sind, dass sie Vorbilder sind, dass sie sichtbar sind. Wir bekommen da sehr viel positive Rückmeldung und Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich nochmal, wir finden diesen Gesetzentwurf gut und wir würden uns freuen, wenn Sie den auch noch auf andere Organisationen ausweiten würden. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Kugel ist die Nächste, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Es sind schon viele Zahlen genannt worden, aber ich möchte Ihnen vielleicht einfach nochmal 2, 3 Highlights bringen, die darauf hinweisen, dass ich nicht glaube, dass es in Deutschland weniger schlaue oder weniger gut ausgebildete Frauen gibt als in anderen Ländern. Es gibt kein einziges DAX-Unternehmen, was von einer Frau geleitet wird in Deutschland. Die erste ist für Mai 2021 geplant. Wir haben immer noch 55 der 160 im DAX gelisteten Unternehmen, die als Zielgröße 0 formuliert haben, sie haben keine Frau und sehen auch nicht vor. Im Vergleich in den USA gibt es bei 97% der großen Unternehmen mindestens 2 Frauen im Vorstand, in Frankreich 87%, in Deutschland 13%. Damit ist klar, wo wir uns eigentlich im industriellen Wettbewerb tatsächlich befinden. Seit der Einführung des FÜPOCs wurden damals individuelle Zielgrößen vorgegeben. Und es wurde avisiert, bis 2022, wir befinden uns 2021, 30% Frauenanteil tatsächlich zu haben, sei es im Vorstand, erste oder zweite Management-Ebene. Die Erfolge sind ausgeblieben, es wurde schon erwähnt, wir schließen eigentlich tendenziell nicht auf, sondern gehen zurück. Ich möchte Ihnen aber auch nochmal 2 Themen aus der Soziologie sagen, damit es klar wird, dass es eben kein Frauenthema ist oder ein gesellschaftliches Thema. Entscheidungen über Besetzungen basieren nicht nur auf objektiv messbaren Kriterien, denn sie erfolgen meistens auf dem Ähnlichkeitsprinzip. Also das heißt, gleiche Menschen suchen sich gleiche Menschen aus. Männer wählen eher Männer, weiße Menschen eher weiße Menschen, dunkelhäutige Menschen eher dunkelhäutige Menschen und so weiter und so fort. Das Ganze würde auch andersrum passieren, nur dass bei uns in den Entscheidungspositionen hauptsächlich weiße Männer sitzen. Eine zweite Größe, die auch noch mal ganz klar sagen muss, warum Diversität und wann Diversität erst zum Tragen kommt, sind 30%. Und zwar sind es beides Ergebnisse aus der Soziologie. Erst dann werden sich die Minoritäten nicht mehr den Majoritäten anpassen. Erst bei 30% in einer Gruppe werden unterschiedliche Meinungen tatsächlich geltend gemacht. Warum sage ich Ihnen das? Der heutige Gesetzentwurf sieht vor, dass bei Neubesetzung bei einem Gremium von 4 wenigstens eine Frau zu besetzen ist. Damit bleiben wir signifikant unter den 30%. Und damit werden wir nicht die Voraussetzungen haben, dass strukturelle Veränderungen kommen. Es wäre also wünschenswert, und auch das wurde schon genannt, wenn es nicht nur eine Formulierung von einer Mindestzahl, sondern auch eine Mindestprozentzahl gibt, damit es klar wird, um was es geht. Und gleichzeitig möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, FÜPOC von 2015 hatte fast keine Sanktionen. Und wir haben schon gehört und gesehen, wie wenig dann passiert ist. Insofern ist dieses Gesetz und dieser Gesetzesvorwurf ein erster Schritt, aber definitiv noch nicht genügend. Wir dürfen nicht stehen bleiben.
Und wir haben noch lange nicht an das Weltgeschehen aufgeschlossen. Ich glaube aber, Deutschland muss und will seine Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich sicherstellen. Das geht aber nicht, wenn die Hälfte der Bevölkerung nicht berücksichtigt wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Dr. Notz ist die Nächste, bitte. Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung. Und ich bin Sozialwissenschaftlerin und Geschlechterforscherin. Ich bin der Meinung, dass die Verpflichtung des Staates zur Gewährleistung der tatsächlichen gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern, und zwar in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen Ebenen, insbesondere aber auch im Wirtschafts- und Berufsleben, sich ergibt aus dem Artikel 3, Absatz 2 des Grundgesetzes, der dürfte bekannt sein, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Das ist ein Auftrag. Und der Verfassungszusatz von 1994 wirkt auf die Gleichberechtigung hin, bildet die Rechtsgrundlage für das längst fällige Gesetz, was wir heute diskutieren. Gleichberechtigte Teilhabe, das heißt aber die Hälfte, 50%. Dass es wirklich dagegen Argumente gibt, habe ich bis jetzt auch noch nicht gehört. In den Führungspositionen werden wichtige Entscheidungen getroffen, die die betrieblichen Belange betreffen, aber auch gesamtwirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Auswirkungen. Ohne Quotierung wird die Hälfte der Menschheit mit ihren Erfahrungen, Anliegen und Interessen einfach ausgeklammert. Dass bis 2020 jedes dritte börsenorientierte Unternehmen in Deutschland keine Frau im Vorstand hatte, ist Beleg dafür, dass freiwillige Vereinbarungen und Selbstverpflichtungen nicht ausreichen. Für eine geschlechtergerechte Gesellschaft braucht es gezielte positive Maßnahmen, klare Regelungen und Gesetze mit Zielsetzungen, um implizite und explizite geschlechterspezifische Diskriminierung in der Arbeitswelt zu verhindern. Um das zu erreichen, ist es allerdings unzureichend. Wurde schon gesagt, dass die geplante Frauenquote eben nur für börsenorientierte und mitbestimmte Firmen gelten soll. Sie muss auf alle Bereiche ausgeweitet werden. Auch eine einzige Frau im Vorstand reicht nicht aus. Früher hieß das Alibi-Frau. Der Geltungsbereich muss auf Unternehmen aller Rechtsformen ausgedehnt werden. Und solange es Unternehmen erlaubt ist, als angestrebten Frauenanteil die Zielquote null anzugeben, was ja immerhin über 70% getan haben, wird es kaum Veränderungen geben. Sie werden bei ihrer sexistischen Haltung bleiben, wenn sie nicht dafür bestraft werden. Wirksame Sanktionen können aber nicht aus Bußgeldern bestehen, die werden einfach bezahlt. Es braucht Strafen, die die Unternehmen empfindlich treffen. Und eine solche wäre zum Beispiel, dass öffentliche Aufträge nur an Unternehmen vergeben werden, die die gesetzlichen Maßnahmen dann auch einhalten. Sie kommen bitte zum Schluss. Ja, müssen Unternehmen und auch Nachwuchsförderung betrieben werden, wird die Beförderungspraxis muss angeschaut werden, dass die Geschlechter gleichermaßen eben in allen Führungspositionen vertreten sind. Und das gilt auch für andere diskriminierte Gruppen, je vielfältiger die Führungsebenen in Politik und Wirtschaft sind, desto leichter werden dann auch andere Maßnahmen durchzusetzen sein. Letzter Satz, bitte. Unsere Gesellschaft Rechnung tragen. Danke. Vielen Dank. Die nächste ist Frau Dr. Rotsch, bitte. Guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ich bin Chefjuristin bei Merck und Mitglied im Aufsichtsrat von SAP.
Zunächst, ich unterstütze das Ziel, Frauen, den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen, voll und ganz. Der Regierungsentwurf weist aber einige Schwächen auf, die die breite Akzeptanz des Gesetzes gefährden. Und ich möchte im Folgenden die beiden wesentlichen dazu ansprechen. Erstens sollte die bloße Verlängerung eines bestehenden Mandats bzw. eines Vorstandsvertrages vom Mindestbeteiligungsgebot ausgenommen werden. Es ist nicht zielführend, dass automatisch bei Beendigung eines Mandats das Mindestbeteiligungsgebot zuschlägt. Vielmehr sollten reine Verlängerungen möglich sein. Es kann nicht sein, dass eine Verlängerung daran scheitert, dass das Vorstandsmitglied das falsche Gesetz hat, Geschlecht meine ich natürlich hat. Ich persönlich habe da auch erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken. Darüber hinaus haben Unternehmen, aber natürlich auch die Gesellschaft als solch ein erhebliches Interesse daran, erfahrene und erfolgreiche Vorstandsmitglieder zu halten. Die Alternative der Schaffung eines Quotenressorts kann weder gewollt sein, noch ist sie im Interesse der Frauen. Zweitens sollte von der geplanten Einführung einer absoluten Zielgröße für die beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands abgesehen werden. Im Falle der Zielgrößen für Gremien mag eine absolute Zahl sinnvoll sein, um Umgehungen zu verhindern. Für die beiden Ebenen unterhalb des Vorstands ist das aber weder notwendig noch sinnvoll. Transparenz über den Frauenanteil kann auch erzielt werden über die Angabe von Prozentzahlen. Hingegen sorgt die Angabe einer absoluten Zahl mehr für Verwirrung als für Klarheit. Der Grund dafür ist, dass die Personenzahl auf den ersten beiden Führungsebenen sich ständig ändert. Zum Beispiel bei Merck schwankt diese Zahl auch gern mal um bis zu 20% innerhalb von 3 Jahren und das auch ohne größere Umstrukturierungen. Wenn dann die Zahl der Positionen auf den ersten beiden Führungsebenen deutlich sinkt, führt das fast zwangsläufig dazu, dass die Unternehmen die absolute Zielgröße nicht mehr erreichen können. Und diese Verfehlung der Zielgröße ist dann das, was in der öffentlichen Wahrnehmung ankommt und sich festsetzt, auch wenn das Unternehmen vielleicht die prozentuale Zahl erreicht oder sogar übertroffen hat. Ich plädiere daher sehr stark dafür, diese beiden Punkte anzupassen und denke, dass man dann ein Gesetz bekommen kann, was sich breiter Akzeptanz erfreut und vielleicht auch über den reinen Buchstaben des Gesetzes hinaus den Anteil an Frauen in Führungspositionen fördert. Vielen Dank. Vielen Dank. Und die nächste ist Frau Röser, bitte. Ja, vielen Dank für die Einladung, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Ich selbst bin junge Familienunternehmerin und ich vertrete über 6.500 Familienunternehmer und junge Unternehmer in Deutschland und spreche für den deutschen Mittelstand. Und wir Familienunternehmer kämpfen jeden Tag für den Erfolg unserer Unternehmen. Und wir gehen ins Risiko, wir tragen Verantwortung für unsere Mitarbeiter und wir stehen in der Haftung, wenn etwas schiefläuft. Und nicht zuletzt mit unserem privaten Vermögen. Eine gesetzlich verordnete Geschlechterquote für die Führungsebene in den Unternehmen ist aus meiner Sicht nichts anderes als eine tiefgreifende Einmischung in die Frage, wie wir den täglichen Herausforderungen als Unternehmer begegnen und mit welchem Personal wir das tun. Und entscheidend bei der Besetzung einer Stelle in einem Unternehmen sollte die Leistung und nicht das Geschlecht sein. Und ich denke, wir sind uns alle darüber einig, dass es wünschenswert ist, wenn mehr Frauen den Weg in die Führungsebenen der deutschen Wirtschaft finden. Doch statt um das Wie sollten wir uns meiner Meinung nach mehr um das Warum kümmern. Warum haben wir so wenig Frauen in Top-Positionen, in Vorstandsgremien? Und wir müssen meiner Meinung nach an die Ursache ran. Denn eine Quote hilft nicht dabei, mehr Kita-Plätze zu schaffen und flächendeckend die Kinderbetreuung zu verbessern. Eine Quote hilft auch nicht dabei, veraltete Rollenbilder und das Rollenverständnis zwischen Frau und Mann aufzubrechen. Und eine Quote hilft nicht dabei, junge Frauen zu befähigen und für zukunftsfähige Branchen wie beispielsweise Tech oder Naturwissenschaften zu begeistern. Und aus meiner Sicht als junge Unternehmerin gibt es intelligentere und nachhaltigere Lösungen, wie wir das bewerkstelligen können. Und zudem, das muss ich auch ansprechen, befinden
sich unsere Unternehmen in einem Wettbewerb um die besten Köpfe. Und auch wenn wir in der aktuellen Situation mit der Pandemie sich alles zu überdecken scheint, das Problem des Fachkräftemangels ist ja nicht verschwunden. Und kein Unternehmen, das vorankommen möchte, kann es sich leisten, auf gut qualifizierte Frauen zu verzichten. Und es gibt in meinem unternehmerischen Umfeld kaum eine junge Frau, die eine Quote befürwortet. Die Frauen meiner Generation sind viel zu selbstbewusst, als dass sie auf eine Quote zurückgreifen würden. Und sie wollen es selber schaffen. Das ist auch ihr Anspruch. Und wenn wir unsere Kraft darauf verwenden wollen, mehr Frauen in die Führungsposition zu bekommen, dann sollten wir Frauen unterstützen und befähigen. Und solange sich die Rahmenbedingungen nicht ändern, sich Familie und Beruf nicht endlich reibungslos vereinbaren lassen, hilft uns auch keine Quote. Ohne flächendeckende Kinderbetreuung, ohne gute Ganztagsschulen, ohne Männer, die auch mal länger Elternzeit nehmen als 2 Monate, wird uns auch kein gesetzlicher Zwang helfen. Wir müssen auch über Führung in Teilzeit oder über Doppelspitzen sprechen, über Präsenzkultur. Wir müssen einen Kulturwandel vorantreiben. Und nur so wird es wirklich etwas mit Gleichberechtigung in der Wirtschaft. Und dazu gehören für mich Initiativen wie Stay on Board, genauso wie unbürokratische gesetzliche Regelungen bei der Digitalisierung der Arbeitswelt. Und damit wäre den Frauen sehr viel mehr geholfen als mit einer Geschlechterquote. Und deswegen sage ich, lassen Sie uns das Warum lösen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und die letzte in der Runde ist Frau Demmel. Sie haben das Wort, bitte. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, einiges ist schon gesagt worden, dem ich mich auch für die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände anschließen kann. Wir begrüßen den Gesetzentwurf als wichtiges gleichstellungspolitisches Signal, weil der Gesetzgeber damit den Verbesserungsbedarf adressiert, der aufgrund der Erfahrungen mit FIPO G1 nach wie vor besteht. Wir unterstützen seit langem Bemühungen, die Chancengleichheit von Frauen und Männern im Berufsleben zu fördern und insbesondere das Ziel, den Anteil von Frauen an Führungspositionen zu erhöhen. Auch wenn das Mindestbeteiligungsgebot von Frauen auf der Vorstandsebene, so wie in dem Gesetzentwurf jetzt vorgesehen, nur eine geringe Anzahl von Unternehmen betrifft, glauben wir, dass dieser Kompromiss mit Blick auf die Vorbildfunktion großer Privatunternehmen auch Auswirkungen auf Unternehmen haben wird, die unmittelbar nicht betroffen sind. Jedenfalls ist er ein Statement dafür, dass reine Selbstverpflichtungen und Empfehlungen nicht mehr ausreichen, um eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an Führungspositionen zu erreichen. Wir wissen, dass eine bessere Repräsentanz von Frauen, sei es in Führungspositionen oder auch in politischen Ämtern, nicht von heute auf morgen umgesetzt werden kann. Es handelt sich um mittel- bis langfristige Prozesse, die stark mit gesamtgesellschaftlichen Wertvorstellungen zusammenhängen. Vor diesem Hintergrund halten wir die Einführung erweiterter Berichts- und Begründungspflichten für sinnvoll, um den Rechtfertigungsdruck in der Öffentlichkeit zu erhöhen. Wir denken daher, dass der Gesetzentwurf insgesamt geeignet ist, den gesellschaftlichen Diskurs und damit auch die Akzeptanz hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit voranzubringen. Wir begrüßen, dass in dieser Legislatur hier ein weiterer Schritt gegangen wird. Danke. Vielen Dank. Damit kommen wir jetzt zur Fragerunde. Ich rufe die Fraktionen nacheinander auf. Es steht ein Zeitbudget zur Verfügung, was für Fragen und für Antworten ist. Darauf verweise ich explizit doch mal. Und ich bitte die Fragesteller, bitte 2 Fragen maximal zu stellen und die Sachverständigen zu nennen. Wir beginnen mit der CDU-CSU-Fraktion. Sie hat 10 Minuten und da fängt die Frau Bernstein an. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sachverständige, vielen Dank für Ihre Anmerkungen zum Entwurf des FIPO G2 und vielen Dank dafür, dass wir heute mit Ihnen ins Gespräch kommen können. Wir wollen mit dem Gesetzesentwurf die Gleichstellung von Frauen in unserer Gesellschaft weiter voranbringen. Der Anteil von Frauen in Vorständen und Führungspositionen ist schlichtweg zu niedrig. Und das wissen wir auch nicht erst seit gestern. Die Politik fordert schon lange, dass sich etwas bewegen muss. Und wir haben bisher immer versucht, auf Freiwilligkeit zu setzen. Aber diese freiwillige Umsetzung in den Unternehmen war eher enttäuschend. Nun haben wir diesen Gesetzesentwurf und ich glaube, das ist ein guter und wichtiger Schritt. Ein Bereich, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der erste Bereich, in dem diese Vereinbarkeit relevant ist, ist der Mutterschutz und die Elternzeit in der Elternzeit. Grundsätzlich gehört aber auch die Zeit dazu, die wir für die Pflege von Angehörigen benötigen. Der Mutterschutz ist gesetzlich geregelt im Grundgesetz Artikel 6 Absatz 4. Da heißt es ganz klar, jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz
und die Fürsorge der Gemeinschaft. Das gilt für alle, also auch für Frauen in Führungspositionen und Vorständen. Ich glaube, dass diese Fragen noch ein bisschen unzureichend geregelt sind. Ich denke, wir täten gut daran, den gesamten Bereich der Lebenssachverhalte zu regeln. Wie gesagt, dies beinhaltet dann nicht nur den grundgesetzlich geregelten Mutterschutz, sondern auch die Elternzeit, die Pflege von Familienangehörigen oder auch eine eigene längere Krankheit. Der Gedanke, das Vorstandsmandat für einige Zeit auszusetzen, ist sinnvoll, aber hier bedarf es meiner Meinung nach konkrete Regelungen. Ich habe zwei Nachfragen an Frau Antje Kapinski und Frau Professor Dauner-Lieb. Ich beginne mal mit Frau Kapinski. Sie vertreten mit dem Verein Spitzenfrauengesundheit e.V. Vertreterin des Gesundheitssektors. In diesem Bereich sticht die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen ganz besonders hervor. Das hatten Sie ja auch schon gesagt, dass der Frauenanteil beim Gesundheitspersonal bei 75% liegt, aber trotzdem der Anteil von Frauen in Führungspositionen noch geringer ist als in anderen Branchen. Dazu die Frage, welche Möglichkeit sehen Sie, diesen Anteil zu erhöhen? Wie kann man die Frauen im Gesundheitswesen noch besser befähigen, Führungsaufgaben zu übernehmen, auch im Hinblick auf die von Ihnen angesprochene Vorbildfunktion? Und meine Frage an Frau Professor Dauner-Lieb: Kann Mutterschutz mit Blick auf Artikel 6 Absatz 4 im Grundgesetz in das Ermessen des Aufsichtsrates gestellt werden? Sollte der Begriff des Mutterschutzes noch konkretisiert werden, beispielsweise in Anlehnung an die Mutterschutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz? So, das wären meine beiden Fragen. Dankeschön. Frau Kapinski, Sie haben das Wort. Frau Abgeordnete Bernstein, vielen Dank für die Frage. Wir denken, dass die Vorbildfunktion eine der zentralen Begründungen ist, warum es gut ist, jetzt diesen Schritt zu tun. Natürlich gibt es auch im Gesundheitswesen, wären andere Wege besser als den mit dieser Vorgabe, aber es gibt eben die Erfahrung, dass es nicht funktioniert und dass die Diskrepanz im Gesundheitswesen ganz eklatant ist. Die Vorbildfunktion, dazu gibt es ja Studien, die besagen, dass Vorbilder für Frauen eine erhebliche Wirkung haben, im Unterschied zu Männern interessanterweise. Und wenn man sich die aktuelle oder die reale Situation vorstellt, ist es ja für viele Frauen so, dass sie Exoten sind in ihrem Tätigkeitsbereich. Sie sind oft die einzige Frau. Das bedeutet, sie sind ständig unter einer Art Brennglas. Sie werden beobachtet, bewertet, verglichen. Ich glaube, alle von uns haben schon von einigen Frauen den Ausspruch gehört, das tue ich mir nicht an. Und das ist genau der Punkt, dass sich zu überlegen, wie kommt es zu einer solchen Aussage? Wir glauben nicht, dass es darin mangelndes Engagement oder Einsatzwille oder mangelnde Verantwortungsbereitschaft zum Ausdruck kommt, sondern die Rahmenbedingungen, die es eben für Frauen on top mitbringt, sich in so eine Führungsposition zu begeben. Und das gilt ganz besonders für Mütter. Und deshalb wäre es natürlich auch wichtig, dass diese Vorstandspositionen auch von Müttern besetzt wird, weil dieses Role Model ganz wichtig ist, weil insbesondere für Mütter ist es schwierig, alles zu vereinbaren und dann noch dem kritischen Blick mancher Bereiche unserer Gesellschaft immer wieder den auszuhalten und sich da zu behaupten. Deshalb, diese Vorbilder sind enorm wichtig. Sie sind wichtig vorher im Hintergrund des Fachkräftemangels, auch das nochmal gesagt. Frauen, die keine Aufstiegschancen sehen in einer Branche, dadurch wird die Branche nicht attraktiver. Und gerade im Gesundheitswesen laufen wir jetzt schon in einen Fachkräftemangel rein, der sich in der Zukunft noch stark verschlimmern wird. Und deshalb denken wir, es ist wichtig, dass wir diese Vorbilder schaffen und dann einen positiven Effekt erzielen, dass das funktioniert, haben Studien gezeigt, zum Beispiel eine aus Norwegen, die eben bewiesen hat, mehr Frauen in den Führungspositionen führen auch zu besseren Aufstiegschancen in den Ebenen darunter. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Professor Dauner-Lieb, bitte, Ihre Antwort. Ja, Mutterschutz. Im Hinblick auf die Initiative Stay on Board bin ich der Auffassung als Juristin, dass das Verfassungsrecht und Artikel 6 es weder verbietet noch gebietet. Ich glaube, dass die Verfassung da weit genug ist, es zu erlauben, aber es ist auch nicht so, dass da was dagegen spricht. Ermessen des Aufsichtsrats ist, Frau Wutschia hat das auch schon gesagt,
ist meines Erachtens, ist natürlich möglich, rechtstechnisch ist das möglich. Wenn man politisch das Vorhaben ernst nimmt, braucht es einen Anspruch, sonst wird es nicht funktionieren. Sonst fängt man von vorne an immer wieder mit den Diskussionen und man stärkt dem Aufsichtsratsvorsitzenden auch den Rücken, wenn man ihm ein Mittel gibt zu sagen, ja, wir haben da gar keine Wahl, so ist es eben. Dann braucht man gar nicht lange diskutieren hin und her und die Sache kompliziert zu machen. Also wenn man es macht, sollte man es nicht ins Ermessen stellen, sondern dann sollte man tatsächlich sagen, wenn da nicht irgendetwas, man kann sich da Grenzfälle vorstellen, dass das Unternehmen kurz davor ist, unterzugehen oder die Welt geht unter. Aber das ist, darüber reden wir nicht. Dass es im Normalfall so ist, ja, dann hat sie einen Anspruch. Ende. Wie gesagt, es wird statistisch ohnehin ja nicht so überragend oft vorkommen, sodass man einfach sagt, es wird dann ein Symbol der Selbstverständlichkeit, dass das einfach nicht mehr nur ein Thema einzelner Frauen ist, sondern Familie gehört dazu, auch im Vorstand, und dann wird man eine Lösung finden. Aber das sollte man nicht in irgendein Ermessen stellen. Dann nimmt man der ganzen Maßnahme eigentlich jegliche Durchschlagskraft. Dann kann man es auch lassen. Vielen Dank. Die nächste Frage der CDU-CSU-Fraktion. Frau Bernstein. Wenn ich noch Zeit habe, dann würde ich gerne noch einmal Frau Kapinski fragen. Sie sagten, dass für andere Bereiche im Gesundheitswesen die Regelungen im Gesetzesentwurf noch ausgeweitet werden müssen. Vielleicht können Sie noch mal kurz sagen, an welche Bereiche Sie konkret denken. Frau Kapinski, Sie haben noch 2 Minuten, bitte. Ja. Es gibt im Gesundheitswesen ja einige Körperschaften, nicht nur die Krankenkassen und Träger der anderen Träger der Sozialversicherung, Rentenversicherung, Unfallversicherung, sondern es gibt zum Beispiel die kassenärztlichen Vereinigungen, kassenzahnärztliche Vereinigungen auf Landesebene, natürlich in Landeszuständigkeit, die Landesärztekammern. Es gibt Gremien der Selbstverwaltung, wie zum Beispiel den gemeinsamen Bundesausschuss. Und es ist die Frage, warum diese Regelung nicht, ob die nicht sinnvollerweise auch auf diese Organisationen auszuweiten wären. Denn die haben ja alle einen erheblichen Einfluss auf die Gestaltung der Versorgung und sie alle vertreten eine Klientel, die, wie schon gesagt, vorwiegend weiblich ist. Es gibt schon eine solche Regelung, und zwar für den Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung. Da gibt es schon die Vorgabe einer Frau im Vorstand. Und deshalb wäre es eigentlich naheliegend, das auszuweiten. Wenn man weiterdenkt, gäbe es da noch viele andere Organisationen, die alle Gestaltungseinfluss haben auf das Gesundheitswesen und überall eben Branchen vertreten, wo viele Frauen sind. Deshalb wäre das sinnvoll und wir würden das begrüßen, um einfach eine durchgängige Wirkung zu behaben. Vielen Dank. Wir haben noch eine Dreiviertelminute oder geschenkte Zeit? Ich würde sagen, geschenkte Zeit. Vielen Dank. Damit kommen wir zur Fragerunde der AfD-Fraktion. Dort haben wir 8 Minuten. Herr Erhorn, bitte. Ja, vielen Dank für die Erteilung des Wortes. Die erste Frage würde ich gerne an Frau Röser stellen. Und zwar gab es unlängst einen sehr interessanten Artikel in der Frankfurter Allgemeinen. Dort wurde geschildert, dass Herr Dieter Rickert, den man dort vorstellte als Altmeister der Headhunter, ein Mann mit 40 Jahren Berufserfahrung, dieser Mann schilderte die Situation wie folgt. Ich würde das gerne zitieren. Er sagt, seit 40 Jahren stelle ich als Personalberater bei jeder Suche die Standardfrage, darf es auch eine Frau sein? Die Antwort lautet stets, finden Sie eine. Wir nehmen die Person mit der besten Qualifikation, Geschlecht völlig egal. Er sagt weiter, seit die Quote droht und Selbstverpflichtungen mit Zielgrößen erzwungen wurden, suchen alle händeringend nach qualifizierten Frauen, die es aber zurzeit in der gewünschten Anzahl leider noch nicht gibt. Ja, Zitat Ende. Ich würde gerne wissen, Frau Röser, ob Sie das so bestätigen können, ob Sie das für realistisch halten, was hier gesagt wird von Herrn Rickert, oder würden Sie sagen, der Mann ist irgendwie neben der Spur, der lügt oder das ist nicht richtig? Wie beurteilen Sie dieses Statement?
Die zweite Frage würde ich gern an Frau Professor Dauner-Lieb stellen. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat sie sich so geäußert, wenn ich es falsch verstanden habe, bitte ich mich zu korrigieren, es gäbe für derartige Quotenunternehmungen eigentlich keine juristischen Grenzen. In diesem Zusammenhang würde ich gerne darauf verweisen, dass zumindest bei den Vorschlägen zur Paritäts- oder zu Paritätsgesetzen in Parlamenten 3 entscheidende Urteile bis jetzt gefallen sind: das Verfassungsgericht Thüringen, das Verfassungsgericht Brandenburg und auch das Bundesverfassungsgericht hat einer Vorauswahl bezüglich des Geschlechtes eine klare Absage erteilt. Wie also würden Sie damit umgehen, dass Sie nun sagen, es gibt hier überhaupt keine juristischen Grenzen? Das würde ich auch gerne von Ihnen kurz erklärt bekommen. Danke. Frau Röser, Sie haben das Wort zur ersten Antwort, bitte. Ja, also ich möchte eines vorwegnehmen. Ich bin der Meinung, dass man eines der Quotendiskussionen abgewinnen kann. Und das ist die Sensibilisierung für das Thema grundsätzlich. Und wir sind uns einig darüber, dass wir den Anteil von Frauen, auch wir als Unternehmer, natürlich in Führungspositionen erhöhen wollen. Aber der Weg dahin, da gibt es Unterschiede, da gibt es wirklich erhebliche Unterschiede in den Positionen. Und natürlich bin ich der Meinung, dass eine Quote den Anteil der Frauen erhöhen würde, aber sie ist überhaupt nicht nachhaltig und es würde vor allem nichts an den Rahmenbedingungen ändern. Und wenn wir als Unternehmer eine Position neu besetzen, dann schauen wir natürlich auf das Kriterium, ist das die richtige Frau, der richtige Mann für die Position? Und was wir feststellen, ist tatsächlich, dass dennoch heute das Problem die Rahmenbedingungen sind, egal ob wir mit jungen Frauen oder jungen Männern, aber das trifft natürlich mehr die Frauen. Und das ist, was ich vorhin angesprochen habe. Es hilft, viele junge Frauen oder Frauen generell scheitern an den Rahmenbedingungen. Da haben wir viele Baustellen, denn wir haben immer noch das Thema Kinderbetreuung. Wenn wir uns das anschauen, fehlen beispielsweise bei der Kinderbetreuung von unter 3-Jährigen momentan mehr als 340.000 Kita-Plätze bundesweit. Und das Problem haben wir bis heute nicht gelöst. Und dieses Problem wird auch eine Quote nicht lösen. Und genauso brauchen wir Gesetze, wenn wir etwas ändern wollen, zum Beispiel bei der Arbeitszeit, die tatsächlich ausreichend Flexibilität garantiert und nicht den Zustand des letzten Jahrhunderts fortführt. Und das sind die Baustellen aus meiner Sicht, an die wir ran müssen. Das sind auch die Baustellen, auch wenn ich in Gesprächen mit Frauen bin, mit potenziellen Arbeitnehmerinnen bin. Das sind diese Bremsklötze, die wir tatsächlich haben. Und deswegen müssen wir dort an diese Position, an diese Stellen ran. Und da, wie gesagt, hilft auch keine gesetzlich verordnete Quote. Denn die Frauenquote ist ein von oben verordnetes Instrument und ein tiefer Eingriff in unsere unternehmerische Freiheit und vor allem in die Personalpolitik der Unternehmen. Und im Grunde mischt sich der Staat hier in die Frage ein, wie wir als Unternehmen tagtäglich unsere Herausforderungen begegnen und mit welchem Personal wir das tun. Und diese Frage und diese Beantwortung sollten wir den Unternehmern überlassen. Ich bin selber Vertreterin einer jungen Unternehmerinnen- und Unternehmergeneration und habe einen Blick darauf und ich sehe diesen Kulturwandel, aber die Baustellen sind bis heute nicht behoben. Deswegen muss man an dieses Thema ran. Dankeschön. Frau Professor Dauner-Lieb, bitte. Ihre Antwort, 2,5 Minuten haben Sie noch. Danke für die äußerst kluge Frage. Erstens, ich habe nicht gesagt, dass Quoten keine Grenzen haben, sondern dass die Quotenansätze, so wie sie hier in der Verfassung, in diesem Entwurf vorliegen, meines Erachtens verfassungsrechtlich halten. Also spezialisiert auf dieses Gesetz, diesen Gesetzesentwurf. Zweitens, die Urteile zu Quoten in den Parlamenten, das ist ein bisschen was anderes. Das Demokratieprinzip wurde hier sehr stark in Verbindung gebracht mit One Man, One Vote. Also jede Stimme ist gleich und jeder Abgeordnete ist gleich, egal ob Männchen oder Weibchen. Das ist hier eine etwas andere Situation, ganz abgesehen davon, dass man sich über diese Urteile auch durchaus noch streiten kann und auch verfassungsrechtlich noch streiten wird. Vielen Dank. Ihre nächste Frage, Herr Erhorn. Ja, vielen Dank.
Ich versuche es kurz zu machen. Die letzte Frage würde ich gerne an Frau Notz stellen. Die hatte ja sexistische Grundeinstellungen der Männer ausgemacht als Gründe für die Probleme. Ich würde dann mal gern wissen wollen, wie es kommt, dass man die Quoten, wir haben ja auch von dynamischen Prozessen gesprochen, die doch darauf ausgerichtet sein sollen, am Ende Paritäten zu erreichen. Warum ist es so, dass man diese Prozesse nur auf bestimmte Teilbereiche der Gesellschaft fokussiert, also Führungspositionen, Aufsichtsräte, Vorstände, politische Führungspositionen? Ich habe aber noch nie gehört, dass man, obwohl das vielleicht der Arbeitswelt auch gut tun würde, für Baustellen oder Untertagebau oder die Müllabfuhr dann auch sich darum bemüht, das weibliche Geschlecht für solche Aufgaben zukünftig mehr zu begeistern. Wäre das nicht auch ein Teil von Geschlechtergerechtigkeit? So, 15 Sekunden haben Sie noch, Frau Dr. Notz, bitte zur Beantwortung. Mikro. Ja, tut mir leid. Das wird oft gefragt, die Frage, dass dann die Frauen eben die Hälfte dieser typisch männlichen Arbeitsplätze, die also mit Untertage und auch Kranführerinnen sind, obwohl Kranführerinnen gab es in bestimmten Ländern. Ich muss Sie aber schon bitten, zum Schluss zu kommen. Leider sind die 15 Sekunden. Sexismus heißt, die Diskriminierung der Frauen wird vorangetrieben und mit der Quote 0 wird die vorangetrieben. Das ist eine einfache Antwort. Vielen Dank. Wir kommen zur Fragerunde der SPD-Fraktion und Frau Ortler, bitte. 7 Minuten. Vielen Dank. Ich möchte mich auch noch mal für meine Fraktion bei allen Sachverständigen bedanken. Das ist wirklich eine spannende Debatte, die wir heute Nachmittag zusammen führen können. Ich möchte meine ersten Fragen an die Sachverständige Janina Kugel richten. Frau Kugel, Sie waren ja selber Unternehmensvorständin in einem großen Unternehmen. Sie können also noch mal ganz praktisch und aus eigener Erfahrung berichten. Deswegen wäre für mich die Frage noch mal spannend, was wirklich sich ändert, wenn Frauen in den Vorständen sitzen und wie sich das auch auf die ganze Belegschaft auswirkt. Das ist ja eine Debatte, die wir führen. Was bedeutet das eigentlich, dass Frauen auch mitentscheiden? Und wir hören immer wieder das Argument, es gäbe eben keine Frauen. Sie haben eben noch mal gesagt, wir stehen im internationalen Vergleich als Deutschland da sehr schlecht da. Deswegen an Sie ganz konkret die Frage, würden Sie das Argument gelten lassen, dass es eben keine oder weniger qualifizierte Frauen gibt. Sie sind auf Ihrem Weg ja bestimmt vielen Frauen auch begegnet, die es jetzt nicht an Unternehmensspitzen geschafft haben. Und um das vielleicht jetzt mal ein bisschen spitz zu formulieren, lag es dann daran, dass die keinen Kita-Platz für ihre Kinder gefunden haben? Ja, Frau Kugel, bitte, Ihre Antwort. Ja, vielen Dank. Ich fange vielleicht einfach mal hinten an. Es gibt genügend Frauen auf allen Ebenen und es gibt genügend Frauen, die auch an der Spitze fungieren können und wollen. Die letzte Studie zum Beispiel der Boston Consulting Group hat gezeigt, es sind doppelt so viele eben Frauen auf der Ebene 1 und 2. Die Frage dessen, wie sieht denn das perfekte Profil aus und perfekt in Anführungszeichen, liegt immer daran, wie sie suchen, nach wem sie suchen und welche Kriterien sie tatsächlich aufstellen. Wenn Sie das Profil nicht ändern, dann wird auch niemand anderes reinpassen. Aber alleine schon ein anderes Geschlecht bedeutet tatsächlich an der einen oder anderen Stelle anders zu sein. Also wenn Sie auch tatsächlich sagen, wir suchen nach der guten Qualifizierung, die kann aber auch zum Beispiel eine andere Historie haben, werden Sie sehen, dass der Pool definitiv aufgeht. Was sich ändert, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig in der Diversität grundsätzlich, Menschen bringen unterschiedliche Perspektiven mit. Das können auch Männer sein, die unterschiedliche Perspektiven haben, weil sie unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Ausbildungsstände haben. Und damit wird eine Debatte und eine Entscheidung deutlich größer. Und damit ist es auch so, wenn Sie Frauen im Vorstand haben und als ich Vorstand wurde oder Vorständin wurde, muss ich auch nicht noch irgendwie dran anpassen, waren meine Kinder noch klein. Ist es in irgendeiner Weise daran gescheitert, dass es keine Kita-Plätze gab? Nein.
Natürlich nicht, weil ich bis zu diesem Zeitpunkt und jede vollberufstätige Frau, übrigens unabhängig davon, ob sie in Führungsposition ist oder nicht, hat sich schon lange organisiert. Und ich möchte aber bitte hier auch noch mal ganz deutlich sagen, wir sprechen hier in einer Logik, als ob Care-Arbeit Aufgabe von Frauen wäre. Es ist nicht Aufgabe von Frauen, auch wenn es statistisch so ist, dass Frauen doppelt so viel und wenn Kinder im Haushalt sind, 80% mehr an Care-Tätigkeiten arbeiten. Aber wir müssen an diesem System arbeiten. Brauchen wir Kinderbetreuung mehr? Brauchen wir eine Ante-Eltern-Geldregelung? Ja, aber daran wird es nicht mehr scheitern. Und das möchte ich noch mal ganz klar sagen. Es geht hier in der Soziologie wirklich darum, suchen Menschen diejenigen aus, Minimi-Prinzip. Schauen Sie bitte mal in Kindertageseinrichtungen. Dort sehen Sie auch überproportional viele Frauen in den Erzieherinnenfunktionen und weniger Männer. Das Ganze gilt eben auch andersrum. Nur, dass in den entscheidenden Spitzenfunktionen, Organisationen und den Vorständen hauptsächlich Männer sitzen. Es ändert sich, wenn Frauen im Vorstand sitzen. Es ändert sich auch, wenn unterschiedliche Perspektiven im Vorstand sind. Aber bitte nochmal auch ganz klar der Fokus darauf. Sie müssen 30% andersdenkende Menschen haben, um unterschiedliche Perspektiven aufzumachen. Und insofern ist es möglich. Allerletzter Punkt. Vorstände aus dem DAX als Beispiel können auf der ganzen Welt gefunden werden. Wenn ungefähr 50% in einem jedem Land Frauen sind, wenn Frauen und Mädchen die gleichen oder besseren Schulabschlüsse und Ausbildungsabschlüsse und Studienabschlüsse machen, dann sagen Sie mir bitte einen guten Grund, der auf objektiven Kriterien messbar wäre, warum es Sie dann nicht mehr bis ganz nach oben schaffen würden. Und ich glaube auch, keiner wird annehmen, dass Frauen in Deutschland weniger schlau sind als Frauen in den USA. Also es zeigt sich eindeutig, dass es auch um Rollenvorbilder geht und Rollen und traditionelle Denkmuster, die wir in Deutschland haben, die natürlich auch verändert werden müssen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ihre nächste Frage, Frau Ortleb. Ja, vielen Dank. Ich würde noch eine Frage an Frau Kugel anschließen. Und zwar sieht der Gesetzentwurf ja auch Sanktionen vor, wenn man die der neu geschaffenen Begründungspflicht nicht nachkommt. Und deswegen noch die Frage, sind Ihrer Meinung diese Sanktionsmechanismen in dieser jetzigen Ausgestaltung zielführend? Und wenn nein, wo müsste dann auch nachgebessert werden? Wenn Sie irgendein anderes strategisches Wenn Sie irgendein anderes strategisches Unternehmensziel seit 20 Jahren wie Gleichstellung so wenig erfüllt haben würden, dann wären all diesejenigen, die die Entscheidungen mitgetragen haben, nicht mehr in Funktion. Und das müssen wir uns, glaube ich, mal ganz klar so sagen, dass es auch darum geht, ob es wirklich gewollt wird oder ob es letztendlich ein Lippenbekenntnis ist. Und es drängt sich an der einen oder anderen Stelle definitiv der Bedarf oder der Verdacht auf, dass es mehr ein Lippenbekenntnis ist. Und insofern, Frau Ortleb, zu Ihrer Frage, Sanktionen müssen echte Sanktionen sein, damit auch Systeme in Bewegung kommen und andere Denkmuster aufbrechen, die es möglich machen. Und wenn eine Sanktion bedeutet, dass man eventuell auf seiner Website gerügt wird, aber es sonst keine Konsequenzen gibt, dann ist das nicht dessen, was ich eigentlich als Sanktion verstehe. Also insofern würde ich auch sagen, und ich glaube, Frau Watscher hat es schon am Anfang gesagt, sehr zögerlich und noch nicht deutlich genug. Kurze Frage noch, Frau Ortleb? Nein, geschenkte Zeit. Genau. Dankeschön. Damit kommen wir zur Fragerunde der FDP-Fraktion und Frau Bauer hat das Wort. 7 Minuten haben Sie bitte. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an die Frau Röser. Und zwar, Sie haben ja vorher in Ihrem Eingangsstatement ganz klar auch gesagt, es geht um das Warum. Da möchte ich noch mal ein bisschen genauer drauf schauen. Sie vertreten ja eine neue Generation der Jungunternehmer des Mittelstandes. Wie ist aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung heraus, wo sind die größten Herausforderungen für die Frauen, aber auch für die Männer, wenn es um Führungspositionen geht, wenn es vielleicht auch darum geht, wie wir schon gehört haben, dass Care-Arbeit eben nicht nur den Frauen obliegt, sondern die Männer da auch stärker mithelfen wollen? Wo sehen Sie da Handlungsbedarf? Und ganz spitz formuliert, ist es denn tatsächlich die Quote, die das Warum lösen wird? Vielen Dank. Damit ist Frau Röser dran, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich muss so einsteigen. Ich glaube nicht einmal, dass es die Frauen per se sind, die Schwierigkeiten haben, in Führungspositionen zu gelangen. Ich glaube eigentlich viel eher, dass es die Mütter und die Väter sind, für die es schwierig wird. Und deshalb ist es aus meiner Sicht viel wichtiger, was ich vorhin schon betont habe, an die Rahmenbedingungen zu gehen. Da reden wir in erster Linie von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ein ganz großes und wichtiges Thema. Da geht es um die Betreuungsinfrastruktur, um flexible Arbeitszeiten auch, um die Ermöglichung. Es geht aber auch um die Unternehmenskultur. Beispielsweise das Führen in Teilzeit, dass man das auch ermöglicht oder Desk-Sharing beispielsweise. Und schließlich sind es aus meiner Sicht wirklich Initiativen auch wie Stay on Board, die unglaublich wichtig sind. Und das sind vielleicht kleine gesetzliche Änderungen, die aber viel bewegen können und vor allem Frauen dazu ermutigen, die Chance zur Übernahme einer Führungsaufgabe auch tatsächlich zu ergreifen. Und deswegen ist auch das Thema Kulturwandel so unglaublich wichtig. Also ich habe es vorhin erwähnt, ich bin selber junge Familienunternehmerin und spreche für eine ganze Generation von jungen Firmenlenkern. Und ich kann sagen, wir sehen, dass immer mehr junge Frauen die Führung übernehmen. Und dadurch entsteht auch ein Kulturwandel in den Unternehmen. Man hat einen ganz anderen Blick, eine ganz andere Perspektive auf die Bedürfnisse. Auch das Thema ganz klare Karriereplanung zu unterstützen von Frauen. Und das Wichtige auch beim Thema Kulturwandel finde ich aber grundsätzlich in unserer Gesellschaft zu sagen, Girls can, wir können. Und wir haben schon gehört, wir haben die bestausgebildete Generation an jungen Frauen. Und wir Familienunternehmer, wir schauen, wie ich vorhin auch schon erwähnt habe, welche Frau, welcher Mann passt auf die perfekte Position. Und da schauen wir nach Kompetenzen. Und ich glaube, eine vom Staat verordnete Zwangsquote wird hier nicht helfen und wird auch das Warum nicht lösen. Und an diese Baustellen der Betreuung, der flexiblen Arbeitsmöglichkeiten, des Mindset-Change, daran müssen wir arbeiten und da müssen wir auch ran. Dankeschön, Frau Bauer. Ihre nächste Frage, bitte. Ja, vielen Dank. Da möchte ich tatsächlich gleich noch mal ein bisschen stärker nachfragen. Sie wissen ja, wir haben den Antrag zu dem Thema Auszeiten für Vorstandsebenen tatsächlich auch heute auch beigesteuert für die Diskussion. Wenn Vorstandsmitglieder schwer erkranken, wie beispielsweise erst vor kurzem bei der Firma Continental oder Auszeiten haben wollen, weil sie ein Kind erwarten oder in Elternzeit gehen wollen oder was immer wichtiger wird aufgrund des demografischen Wandels, die Pflege von nahestehenden Angehörigen, der eigenen Mutter, des eigenen Vaters, geht es aktuell rechtlich nicht und ohne volle Haftung ohnehin nicht. Welches Signal geht aus Ihrer Sicht daraus hervor, dass wir hier wirklich Handlungsbedarf haben und das noch in dieser Legislatur, in der 19. WP, auf den Weg bringen wollen? Und die Frage würde ich an die Frau Röser geben, aber auch an die Frau Kugel. Frau Röser, Sie haben das Wort, bitte. Mikro bitte anmachen. Frau Röser? Jetzt hören Sie mich wieder? Jetzt hören wir Sie, ja. Also dieses Thema ist ein sehr wichtiges Thema, weil die aktuelle Situation und auch die Gesetzeslage ist ganz klar ein Hindernis und auch ein Hemmnis für jeden, der ein Vorstandsmandat anstrebt. Und insbesondere für Frauen, die noch eine Familie gründen wollen, junge Frauen, aber auch für Menschen, die erkranken, ist es ein unglaublich wichtiges Signal, und dass hier was verändert wird. Weil wenn wir über bessere Rahmenbedingungen sprechen, gehört hier auch eine Reform dieser Regelungen dazu. Und wenn wir hier eine Veränderung auch anstreben und zu einer Veränderung kommen wollen, wäre das aus meiner Sicht ein unglaublich wichtiger Baustein, um mehr Frauen und auch die Möglichkeit, wenn man erkrankt, diese Auszeit zu nehmen, für die Vorstände in Unternehmen zu gewinnen und das auch wirklich durchzusetzen. Aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Instrument. Vielen Dank. Und Frau Kugel, bitte. Ja, danke, Frau Bauer, für die Frage. Es ist sicherlich definitiv eine Lücke, die bis heute besteht und die ich auch wichtig finde. Wenn ich jetzt aber mal realistisch bin, dann sind die meisten Frauen oder Männer in Vorständen über 40. Das ist üblicherweise, weit über 40, üblicherweise nicht mehr das Alter, in dem Kinder geboren werden.
Und ich glaube einfach auch, jetzt zu sprechen aus Erfahrung der alten Kollegen und Kolleginnen, dass die Frage nach Care-Arbeit in zum Beispiel auch Betreuung von pflegebedürftigen Eltern sicherlich, abgesehen von schweren Krankheitsfällen, dann auch in einer Situation ist, das kann man so platt sagen, in der die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, das tatsächlich auch outzusourcen bzw. begleiten zu lassen. Und insofern sehe ich sehr wohl die Schwierigkeit, die bislang noch besteht. Auf der anderen Seite glaube ich aber, wir sollten versuchen, da Deutschland dasteht, wo es heute steht, den größtmöglichen Impact zu haben mit einer gesetzlichen Regelung, damit wir den größtmöglichen Anteil von Auswirkungen auf alle Menschen, auf Frauen und auf Männer auch tatsächlich erreichen. Und deshalb glaube ich, dass dort, wo die Unternehmensentscheidungen getroffen werden, und das sind nicht die Aufsichtsräte, sondern das sind die Vorstandsgremien, dass wir dort die Diversität unserer Gesellschaft auch abdecken müssen. Und ein grundsätzlicher Satz, und Frau Bauer, Sie haben ihn auch angesprochen, wer eine offene Gesellschaft möchte, wer eine offene Kultur und für Inklusion sorgt, der ist inklusive nicht nur in der Gender-Thematik, sondern grundsätzlich in allen Bereichen. Und dann würde ich eben auch sagen, haben wir andere Bilder, die dann auch zum Beispiel möglich machen, dass auch Vorständinnen oder Vorstände Elternzeit nehmen können. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der FDP-Fraktion und wir kommen zur Fragerunde der Fraktion Die Linke. Und Frau Achelbühm hat das Wort, bitte. 6 Minuten. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an die Sachverständigen für ihre wirklich sehr aufschlussreichen Berichte, sowohl schriftlich als jetzt auch noch mal mündlich. Wir als Linksfraktion teilen die Einschätzung, dass es natürlich wunderbar wäre, wenn die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und der Druck schon so weit wären, dass es ausreicht für 50-50 und mehr Diversität in den Ebenen, über die wir heute sprechen. Aber so ist es eben bei weitem nicht. Ganz im Gegenteil hat das bisherige FÜPOC eben sehr eindeutig gezeigt, dass da, wo wir uns auf Selbstverpflichtungen, Freiwilligkeit, weiche Quoten und dergleichen verlassen, sich so gut wie gar nichts voranbewegt, während eben dann starre, feste Quoten mit Prozentvorgaben eben den größten Erfolg gezeitigt haben. Und in diesem Sinne muss man auch die Konsequenzen treffen und aus unserer Sicht eben weniger Ausweichmöglichkeiten zulassen sozusagen und tatsächlich auch auf 50-50 hinwirken und insgesamt auf mehr Parität und Diversität, gerade in diesen wichtigen Entscheidungsebenen. Meine Frage, die hier noch nicht gestellt wurde, richtet sich an Frau Notz. Und zwar geht es um die im Moment noch sehr auf Vollzeit fixierte Arbeitskultur in Unternehmen und Betrieben. Da würde mich mal interessieren, inwiefern wir eben auch auf Führungsebenen und Kulturen Einfluss nehmen könnten, indem wir halt eben verstärkt auf Arbeitszeitverkürzung beziehungsweise verbesserte Teilzeitstrukturen ausweichen. Da würde mich Ihre Position, Ihre Ausführungen zu interessieren. Und an Frau Kugel, die Frage durchaus noch mal gerichtet und vielleicht noch ein Statement dazu, welche Erfolgschancen Sie einer 50%-Quote aktuell beimessen würden, angesichts der Erfahrungen, die Sie aus der Praxis haben. Vielen Dank. Dankeschön. Frau Notz, Sie haben das Wort, bitte. Ja, zur Vollzeiterwerbsarbeit und Arbeitskultur. Es ist ja so, dass viele Frauen eben genau nicht diese Vollzeit haben. Untersuchungen ergeben, sie würden gerne mehr arbeiten, aber sie werden festgehalten an Arbeitsbedingungen, die eben nicht existenzsichernd sind. Das nur zuerst. Ich selbst bin kritisch den Maßnahmen zur Ausweitung der Teilzeit gegenüber, weil es das doch überwiegend Frauen trifft, die weit überwiegende Mehrzahl der Teilzeitarbeiterinnen sind Frauen. Und nicht alle Menschen haben dieses jetzt ja auch viel zitierte Vereinbarkeitsproblem. Wir haben gerade die Altersstruktur gehört. Und wir haben gehört, dass es vielleicht auch über andere Maßnahmen gelöst wird, was auch wieder Probleme mit sich gibt. Viele Führungskräfte lösen das Vereinbarkeitsproblem, indem sie eben weitergeben an Dienstbotinnen, meist Migrantinnen, die wiederum prekäre Arbeit haben. Auch das ist ein Problem. Es geht um die Schaffung von versicherungspflichtigen Arbeitsbereichen. Auch in diesen prekären Arbeitsverhältnissen.
Und wenn die auch für Männer und Frauen angeboten wird, die kürzere Arbeitszeit oder die Hälfte der Arbeitszeit, dann sind es eben Frauen, die in Anspruch nehmen. Da haben wir auch Belege dafür. Das Gleiche gilt für die Forderung nach immer mehr Auszeiten, die auch oft gestellt wird. Und seit der Jahrhundertwende wird es diskutiert, wie sinnvoll das ist, bestimmte Bevölkerungsgruppen, es wurde Mütter und Väter anstatt alle Frauen und Männer genannt, also bestimmte Bevölkerungsgruppen mit bestimmten Gesetzen zu belegen. Es ist einfach problematisch. Freilich ist Teilzeitarbeit in den Führungspositionen weniger prekär als in anderen Positionen, weil dort zumindest die Existenzsicherung in den obersten Etagen ja gesichert ist und geteilte Gehälter bezahlt werden, von denen man auch leben kann. Auch die Abhängigkeit von anderen Personen ist weitergegeben. Also mein Konzept geht aber, und da bin ich in weiten Teilen auch mit Gewerkschaftskolleginnen seit Jahrzehnten einig, so lange geht die Diskussion und länger, dass es um eine erhebliche Verkürzung der Vollzeiterwerbsarbeit geht, und zwar in allen Bereichen, auf allen betrieblichen Ebenen und auch in den Führungsebenen. Da wird immer damit argumentiert, es geht nicht. Es wird aber auch damit argumentiert, es geht nicht Teilzeit, weil das sind ja alle so furchtbar wichtig. Da kann man schon Lösungen finden. Es geht natürlich auch um eine Humanisierung der Arbeitsbedingungen in allen Arbeitsbereichen, auch wenn kürzere Arbeitszeiten sind. Und ich glaube, das würde zur Verbesserung des Frauenanteils beitragen. Mich wundert es, dass immer noch mit dem Qualifikationsaspekt überhaupt gesprochen wird darüber, weil es ist ja längst widerlegt, dass Frauen genauso qualifiziert sind. Und eine Erhöhung des Frauenanteils könnte eben auch dazu beitragen, dass sich die Arbeitskultur verbessert. Das können wir bis jetzt noch wenig soziologisch erheben, weil einfach die empirische Grundlage immer noch fällt. Und das letztlich wäre ja das Ziel, dass es ganz selbstverständlich wird, dass Männer und Frauen die im Care-Bereich stattfinden, verantwortlich sind. Vielen Dank. Frau Kugel können wir jetzt mit der Antwort leider nicht mehr rannehmen. Und wir kommen zur Fragerunde von Bündnis 90 Die Grünen. 6 Minuten, Ulle Schaus, bitte. Ja, vielen Dank an Sie alle für Ihre erkenntnisreichen Stellungnahmen. Ich will für meine Fraktion Bündnis 90 Die Grünen 3 Fragen an Frau Dr. Erfurt-Sandhu und 1 Frage an Frau Kapinski richten. Frau Dr. Erfurt, ich würde von Ihnen gerne Folgendes wissen. Wie schätzen Sie den Geltungsbereich des Führungspositionsgesetzes 2 ein? Die 2. Frage lautet, warum braucht es eine kritische Masse von mindestens 1/3 Frauen, auch im Vorstand von Unternehmen, auch mit Blick auf diese Kampagne von Stay on Board vielleicht? Und die 3. Frage, warum braucht es mehr Transparenz bei Offenlegungspflichten? Und die Frage an Frau Kapinski schließe ich gleich an. Ist es ausreichend, die Vorgaben für die Besetzung von Vorstandsämtern nur für die Krankenkassen und andere Träger der Sozialversicherung festzulegen? Sie hatten das vorhin schon eingeführt, aber dann können Sie es noch mal ein bisschen mehr begründen. Vielen Dank. Dankeschön. Frau Dr. Erfurt-Sandhu, bitte. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Fragen. Ich starte mit dem Geltungsbereich. Der Geltungsbereich ist ja jetzt für die Aufsichtsräte betrifft das ja nur gut 100 Unternehmen. Das sind ja nur die börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen. Und gerade vor dem Hintergrund, wie ich eingangs sagte, dass sich die Quote als wirksames Instrument bewährt hat, ist nicht nachvollziehbar, warum diese Ausweitung jetzt nicht beibehalten wird. Wenn man den Geltungsbereich auf alle Unternehmen ab 2000 Beschäftigte ausweiten würde, dann wären damit über 600 Unternehmen erfasst. Man kann es auch machen wie in Norwegen beispielsweise. Die haben ja nicht nur eine 40%-Quote, sondern das ist dann ganz einheitlich, ohne die ganzen Ausnahmen wie in Deutschland. Das betrifft dann alle börsennotierten Unternehmen, alle Unternehmen im Staatsbesitz, alle privaten Aktiengesellschaften und so weiter. Und diese Einheitlichkeit erleichtert auch die Umsetzung.
Der Geltungsbereich für die Vorstände ist ebenfalls sehr gering. Das betrifft ja auch nur die börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen ab 4 Personen im Gremium. Und das sind in Deutschland nur 74 Unternehmen derzeit. Und von denen sind es nur 30, die jetzt noch keine Frau im Vorstand haben. Das heißt, wir reden über ein Gesetz für 30 Frauen in ganz Deutschland derzeit. Das ist eine sehr geringe Anzahl. Und hinzu kommt, wenn wir uns die Übergangsfristen anschauen von 8 Monaten, dann könnte bis Ende diesen Jahres, sollte das Gesetz im Mai verabschiedet werden, könnte der Vorstand nochmal ausschließlich männlich besetzt werden. Das heißt, wir hätten Ende 2026 die erste Frau im Vorstand. Das wäre zulässig. Was das Gesetz auch schmälert, ist die weiterhin zulässige Zielgröße 0. Das hat mit dem Vorstand, mit dem Geltungsbereich nichts zu tun. Aber es wird ja auch immer in der Politik gesagt, mit der Zielgröße 0 soll Schluss sein, aber sie ist de facto weiterhin absolut zulässig. Dann komme ich zur zweiten Frage, die kritische Masse. Ja, da hat ja Janina Kugel auch schon sehr viel zu gesagt. Wir wissen das seit den 70er Jahren aus der Forschung, dass es eine kritische Masse von 1/3 Frauen braucht, um neben den genannten Effekten, die Janina Kugel genannt hat, auch dafür zu sorgen, dass Geschlechterstereotype abgebaut werden, dass die Frauen nicht mehr unter dem Brennglas stehen und ihre Leistung beweisen, damit Kulturveränderungsprozesse in Gang kommen. Und es gibt erste empirische Erkenntnisse aus einer kürzlich erschienenen Studie von DIW, dass der höhere Frauenanteil jetzt zu einer höheren Faktenorientierung führt, mehr Informationen da sind und die Entscheidungsfindung besser ist. Und an der Stelle vielleicht auch noch eine Erkenntnis aus der Evaluation, denn die hat gezeigt, dass die Quote letztlich ein Anschub ist für Professionalisierungsprozesse in der Auswahl der Mandatsträger und Mandatsträgerinnen. Also durch die Quote wird der Suchradius erweitert außerhalb dieser homogenen, engen Netzwerke. Und die Auswahlprozesse werden formalisiert. Und wir wissen, nur mit formalisierten Prozessen kann man tatsächlich auch Leistung und Kompetenz überprüfen. Und das deckt auch internationale Forschung. In Skandinavien gibt es Studien zur Langzeitwirkung von Quoten. Und siehe da, sie haben gezeigt, die Quote hat zu einer Anhebung des Qualifikationsniveaus insgesamt geführt. Und diese Studie trägt den schönen Untertitel »Die Krise der mittelmäßigen Männer«. Also das dazu. Und der dritte Punkt, die Transparenz. Ja, das FIPOC 2 bessert ja bei den Begründungspflichten für die Zielgröße nur nach. Aber wenn man sich die Offenlegungspflichten insgesamt anschaut, sind die aus meiner Sicht noch unzulänglich. Wir haben im HGB, wir haben im Kodex verschiedene Offenlegungspflichten. Aber da sind eben viele Überlappungen, Ungenauigkeiten, Redundanzen und es mangelt einfach an einer einheitlichen, transparenten und einfachen Struktur, um die Entwicklung in den Unternehmen nachvollziehen zu können und auch vergleichen zu können. Also es braucht Gleichstellungskennziffern für die verschiedenen Führungsebenen, die in einer einheitlichen Tabelle zum Beispiel hochgeladen werden beim Bundesanzeiger oder in einem Transparenzregister. Das ist ja nicht nur für die Monitoringpflichten des Staates wichtig, was das jetzt wirklich vereinfachen würde, sondern auch für Investoren, die ja zunehmend, das gibt es jetzt in der Presse, nach diesen Zahlen gucken. Und wenn wir diese Informationen nicht haben, dann ist es am Ende auch ein Risiko für die Unternehmen für Zugang zum Kapital. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch 10 Sekunden und würden Frau Karpinski, Sie haben noch 10 Sekunden. Mikro müssen Sie anmachen, bitte. Dann kann ich nur ganz kurz sagen, wie schon vorhin ausgeführt, es gibt viele Organisationen. Das Gesundheitswesen ist ja stark im System der Selbstverwaltung organisiert. Es gibt da noch andere Körperschaften, aber auch andere Rechtspersönlichkeiten als Organisation, die alle das gleiche Problem haben, in Anführungsstrichen, die alle eine erhebliche Diskrepanz haben. Und es wäre sinnvoll, auch für diese Organisationen Regelungen zu treffen, auch weil es nicht sinnvoll ist, es nur für die Krankenkassen zu tun und auf der anderen Seite bleibt der Status quo womöglich erhalten. Dankeschön. Vielen Dank. Damit kommen wir zur Fragerunde der CDU-CSU-Fraktion. 10 Minuten. Herr Dr. Ulrich, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die erste Frage geht an Frau Demmel. Es gibt in Deutschland über 300 Sparkassen und 800
Stadtwerke, größtenteils in der Rechtsform von Aktiengesellschaften und GmbHs. Wäre es nicht sinnvoll, um eine Beteiligung von Frauen in der Breite an Führungsämtern zu erreichen, auch eine solche Regelung auf Sparkassen und Stadtwerke auszudehnen? Dankeschön. Frau Demmel, bitte. Ja, danke für die Frage. Wir haben ja die Problematik, dass die Entsendung in die kommunalen Unternehmen durch die kommunalen Vertretungskörperschaften erfolgt, sodass wir da natürlich Schwierigkeiten sehen, weil auch andere Prinzipien zu berücksichtigen sind. Selbstverwaltungsgarantie, Demokratieprinzip. Hinzu kommt auch, dass wir durchschnittlich in den Kommunalparlamenten nur einen Frauenanteil von 27% haben, was natürlich das auch noch einmal erschwert, sodass wir das für problematisch halten, dort zu strikten Vorgaben zu kommen, also insgesamt als Antwort auf diese Frage. Darf ich da gleich Vielen nachfragen? Vielen Dank, Herr Dr. Ulrich, jetzt sind Sie dran. Darf ich gleich nachfragen? Die Vorstände der Sparkassen werden ja nicht durch die kommunalen Gebietskörperschaften bestellt, sondern nach Sparkassengesetz wohl durch die Verwaltungsräte und unterliegen gesetzlichen Vorgaben. Also im Prinzip ist das ähnlich wie bei den Aktiengesellschaften auch. Also wäre es nicht doch eine Möglichkeit, gerade in Sparkassen, die drei oder mehr Vorstände haben, eine entsprechende Quote zu verankern? Frau Demmel, bitte. Ja, da bitte ich um Entschuldigung, dass ich zu der Antwort auf diese Frage jetzt nicht sprachfähig bin, weil wir in der Kürze der Zeit, wir hatten ja nur eine einwöchige Frist, eine breitere Beteiligung der Mitgliedschaft nicht mehr sozusagen bewerkstelligen konnten und deswegen auch nur zu der Zielrichtung des Gesetzesentwurfs insgesamt Stellung genommen haben. Danke. Herr Dr. Ulrich, Sie sind dran, bitte. Frau Vorsitzende, vielen Dank. Ich möchte meine weitere Frage an Frau Dr. Rotsch stellen. Sie haben vorhin von der zweiten und dritten Führungsebene vor allen Dingen in größeren Unternehmen gesprochen und zumindest mittelbar davon abgeraten, entsprechende Zielvorgaben zu machen. Die Frage ist, wie kann denn ein großes Unternehmen sicherstellen, dass die Förderung der Gleichstellung und Gleichberechtigung auf der zweiten und dritten Führungsebene durchgeführt wird und wie kann man das auch möglicherweise abbilden in Transparenzberichten oder in ähnlichen Veröffentlichungen? Dankeschön. Frau Dr. Rotsch, bitte. Ja, vielen Dank. Das möchte ich gerne klarstellen und Entschuldigung, wenn ich da missverständlich war. Es geht nicht um Zielvorgaben für die erste und zweite Führungsebene insgesamt. Die haben wir ja seit dem FÜPROG 1 und wenn man da Prozentzahlen nimmt, dann ist das auch okay und da haben sich die Unternehmen dran gewöhnt. Das Gesetz jetzt sieht allerdings auch absolute Zahlen vor. Sie würden also eine Prozentzahl vorgeben und zusätzlich sagen, welche eine bestimmte Anzahl Frauen. Und das mag für Gremien sinnvoll sein, also für die Besetzung von Gremien und die Zielvorgaben für Gremien. Aber für die Führungsebenen ist es eben deswegen nicht sinnvoll, weil da allein die prozentuale Zahl reicht und sich eben die absolute Anzahl der Personen in den Führungsebenen stark schwankt in den Unternehmen. Ich glaube auch, das ist der eine Punkt und ich glaube auch eben, weil man die Prozentzahl ja hat, ist das nicht erforderlich. Vielleicht zu dem Thema Berichte noch, auch da wird ja viel berichtet. Ich möchte davon abraten, Unternehmen weiteren Berichtspflichten zu unterwerfen, denn schon jetzt verursacht das, kann ich von uns sagen, einen erheblichen Aufwand, die Berichte jedes Jahr anzufertigen, weil eben immer genau geguckt werden muss, wer gehört nun dazu, wer gehört nicht dazu, wie zählen wir und so weiter. Also da bitte nicht. Wir hatten ja in unserer Stellungnahme, habe ich noch einen Punkt gemacht, den ich auch gerne nochmal bringen möchte, den wir damals schon zum FÜPROG 1 gemacht haben, nämlich dass es sinnvoll wäre, bei globalen Konzernen auch konzernweit zu gucken, also Führungsebene 1 und 2 nicht pro Gesellschaft zu definieren, sondern zu definieren sozusagen konzernübergreifend, weil es mehr oder weniger zum Teil vom Zufall abhängig ist, ob jetzt gerade bei diesen hohen Führungsebenen, ob Personen in Deutschland oder zum Beispiel in den USA ihren Arbeitsvertrag haben. Dankeschön. Herr Dr. Ulrich, Ihre nächste Frage. Die nächste Frage, Frau Vorsitzende, geht an Frau Kugel, um direkt an das von Frau Dr. Rotsch Gesagte anzuknüpfen. Sie waren selber Vorständin der Siemens AG, eines
einer globalen großen Aktiengesellschaft und mit unserem Gesetzentwurf. Es soll ja auch der Lagebericht nach § 289 des Handelsgesetzbuches um Berichtspflichten ausgedehnt werden. Der Vorstand ist verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts. Halten Sie aus der Erfahrung Ihrer Vorstandstätigkeit den Lagebericht als ein taugliches Instrumentarium, um auf die entscheidenden Gleichberechtigungs- und Gleichstellungsfragen aufmerksam zu machen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der umfassenden anderen Berichtspflichten, die der Vorstand ja hat? Dankeschön. Frau Kugel, bitte. Also ich glaube, geeignet sind Berichte nicht, weil Berichte sagen ja immer nur das, was denn tatsächlich ist. Geeigneter wäre tatsächlich eine Verpflichtung. Ja? Sie hatten das ja schon gehört, dass ich da sehr wohl das befürworte. Es gibt sehr umfassende, auf der anderen Seite müssen Sie auch sehen, und es wurde schon angesprochen, es gibt auch immer mehr Anforderungen, insbesondere anderer großer Investoren, dass dort Diversität genauso zum Tragen kommt. Die Nasdaq hat Ende letzten Jahres einen Vorstoß gemacht, nicht nur Gender Diversity, sondern Diversität in sämtlichen anderen Merkmalen auch als Requirement für börsennotierte Unternehmen zu machen. Und insofern halte ich es für absolut richtig und machbar, dass diese Berichte erstellt werden. Andere sind deutlich komplexer und es erfordert ja als Unternehmen immer nur ein Update zu machen. Einen Punkt möchte ich Ihnen aber tatsächlich sagen. Das Gesetz, auch wenn ich keine Lösung habe, und da würde ich Frau Dr. Rotsch zustimmen. Es ist natürlich so, dass aber internationalen Konzernen Führungspositionen auch international sind und dann haben sie sozusagen immer mehr Frauen. Aber das ist eine Möglichkeit, das in einem Bericht auch aufzuzeigen und zu sagen, wir haben deutlich mehr Frauen, nur nicht alle von ihnen sitzen in Deutschland und somit unter der Quote. Ich halte es für machbar. Danke. Dankeschön. Ja. Herr Dr. Ulrich, noch eine Frage. Frau Professor Dauner-Lieb, um zu einer verfassungsrechtlichen Bewertung zu kommen. Bei der hier zu diskutierenden Frage stehen wir in einem Spannungsfeld zwischen dem Eigentumsgrundrecht auf der einen Seite und andererseits zwischen dem Gleichstellungsauftrag aus dem Grundgesetz. Und ich glaube, man kann zutreffenderweise zu der Folge kommen, dass dem Gesetzgeber es möglich ist, den Gleichstellungsauftrag auch so stark zu gewichten, dass eine entsprechende Quotenregelung in den Vorständen möglich ist. Die Frage, die ein bisschen an die Stellungnahme anknüpft, auch der Familienunternehmer, ist, inwieweit das aus Ihrer Sicht auch für die Unternehmen gilt, in denen wir es nicht mit Publikumsgesellschaften zu tun haben, das heißt also mit einer stark strukturierten Eigentümerschaft, sondern mit möglicherweise einem einzigen Eigentümer. Würden Sie da diese verfassungsrechtliche Bewertung ebenso vornehmen oder wie können wir hier dieses Problem zwischen unternehmerischer Haftung und Quotenregelung lösen? Frau Professor Dauner-Lieb, bitte. Sie wissen natürlich, ich bin nur Hobby-Verfassungsrechtlerin und nicht im Schwerpunkt dafür zuständig, sondern fürs Gesellschaftsrecht. Ich wage trotzdem eine ganz kurze Annäherung. Ich würde noch einmal differenzieren für die Fälle, wo jemand tatsächlich persönlich haftet. Das gibt es praktisch nicht mehr. Das hat Frau Röser zwar so gesagt, aber die persönliche Haftung im Sinne der OHG oder in der Kommanditgesellschaft, das haben wir ja fast nicht mehr. Also man haftet mit dem Kapital, was man eingelegt hat. Okay, da, wenn man tatsächlich persönlich haftet, würde ich prima vista sagen, dann kann man auch entscheiden, wer für einen arbeitet. Ich würde es insgesamt für die Familienunternehmen tatsächlich kritischer sehen und das müsste man nochmal überprüfen, ob da verfassungsrechtliche Grenzen sind. Ich sehe das für die großen Unternehmen, Aktiengesellschaften deshalb nicht, weil wir, wenn wir ehrlich sind, da die Eigentümer ohnehin nicht über die Personen im Vorstand entscheiden, sondern über Strukturen, über den Aufsichtsrat, der seinerseits wählt. Ich glaube nicht, dass der durchschnittliche Anleger irgendetwas dagegen hat, dass da gesagt wird, mehr Diversität im Vorstand, zumal, das darf ich noch sagen, ich glaube, dass die ganze Geschichte zu einseitig unter Gleichstellungsgesichtspunkten und zu wenig unter Qualitätsgesichtspunkten diskutiert wird. Die Prämisse im Gesellschaftsrecht ist, mehr Diversität wird zu mehr Qualität führen. Und das hat Frau Kugel ja auch gezeigt mit ihren Hinweisen auf Zahlen. Wir tun den Unternehmen nicht nur irgendetwas an, weil sie gleichstellen sollen, sondern wir möchten Rahmenbedingungen schaffen, die für die Wirtschaft zu besseren, nachhaltigen Ergebnissen führen.
Dankeschön, das war eine Punktlandung. Vielen Dank und wir kommen zur letzten Fragerunde der SPD-Fraktion. 6 Minuten und das ist Frau Steffen, bitte. Ja, herzlichen Dank auch von mir an alle Sachverständigen für die umfangreichen Stellungnahmen hier. Ich habe 2 Fragen an Frau Fafoccia. Die erste Frage geht in Richtung Mindestbeteiligungsgebot. Sie hatten das kurz auch angedeutet in Ihrem Vortrag. Sollte beim Anwendungsbereich für das Mindestbeteiligungsverbot in Vorständen noch nachgebessert werden? Also beispielsweise, indem man überlegen sollte, ob man bei sehr großen Vorständen, also wo dann zum Beispiel mehr als 7 Personen im Vorstand sind, das Mindestbeteiligungsgebot erhöht? Oder sollten wir auch noch mal über den Anwendungsbereich selbst nachdenken, also börsennotiert unparitätisch mitbestimmt oder börsennotiert oder paritätisch mitbestimmt? Die 2. Frage auch an Sie. Da geht es um die Stay-on-Board-Initiative. Wir hatten dazu ja auch schon andere Sachverständige gehört. Sollte man Ihrer Meinung nach hier noch eine weitere Konkretisierung im Gesetzestext vornehmen? Und Ihren Ausführungen, den schriftlichen Ausführungen, habe ich entnommen, dass Sie an der Stelle sogar fast, vielleicht, so habe ich es zumindest verstanden, noch weitergehen wollen. Sollte man darüber nachdenken, ob man vielleicht sogar ein subjektives gesetzliches Recht der Vorstandsmitglieder auf Ruhenlassen des Mandats diesen einräumen soll. Dankeschön. Frau Dr. Fafoccia, bitte. Okay, müsste funktionieren. Ja, vielen Dank für die Fragen. Zum Mindestbeteiligungsgebot kann man natürlich darüber nachdenken, den Anwendungsbereich zu erweitern. Es wurde heute ja auch aufgezeigt durch beeindruckende Statistiken und Zahlenmaterial, dass nur sehr wenige Unternehmen davon betroffen sein werden und dass es letztendlich um die Suche von 30 Frauen geht. Es ist wirklich eine Frage des Kompromisses. Ich würde sagen, so wie es jetzt vorgelegt ist, natürlich kann ich mir mehr Frauen vorstellen, habe überhaupt gar keinen Zweifel, dass es auch mehr Frauen gibt als diese eine. Ich würde es allerdings in der Klammer sehen. Es gibt diese Mindestbeteiligung einer Frau. Mindestens, wie gesagt, für den Unternehmen zum Mut zur Zweitfrau und Drittfrau raten, plus die Quote in den Aufsichtsräten, die natürlich eine Wirkung zeigt und auch die Impulswirkung von den Leuchtturmunternehmen, die jetzt betroffen sind, die davon ausgeht. Aber was ich sehr, sehr, sehr erwägenswert fände und begrüßen würde, wenn man darüber nachdenkt, eben bei großen Vorständen, ein Dreiervorstand, eine Frau, die Frau wird Einfluss haben. Vor allem, wenn sie selbstbewusst ist, einen Vorstand mit 7, 8, 9, 10 Mitgliedern und eine Frau, das wird sehr, sehr schwer sein. Und da kann man mit einem gewissen Vorlauf ohne weiteres vorsehen, dass 2 Frauen mindestens in dem Vorstand vertreten sein sollen. Ein Teil der Unternehmen hat es bereits gemacht. Ich habe das in der Stellungnahme, in der schriftlichen auch ausgeführt. Auch da, die Frauen werden zu finden sein, wenn man richtig sucht. Das Zweite zu Stay on Board, in der Tat, ich glaube, es wurde heute hier auch schon gesagt, die Art und Weise, wie es jetzt geregelt ist, dass der Vorstand einen Antrag stellt und der Aufsichtsrat dann entscheidet, ob er diesem Antrag stattgibt, dass das nicht zum Erfolg führen wird. Und ich glaube auch nicht, dass das eine Diskussion auf Augenhöhe sein wird. Man muss sich also wirklich bedenken, in welchem Umfeld sind wir. Wir sind bei Vorständen im Moment dann eben von großen Unternehmen. Also hier sind ja auch jedenfalls Vorständen mit 2 Personen. Und es ist ein sehr leistungsorientiertes Umfeld. Und für jemand bedeutet es bereits eine sehr hohe Hürde, diesen Antrag zu stellen, ja, überhaupt zu fragen, ob er eine Auszeit oder sie eine Auszeit haben kann. Deshalb glaube ich, wenn man es ernst meint mit dieser Auszeit, und ich glaube, das Aktiengesetz sollte modernisiert werden, dann sollte man auch ein Recht vorsehen. Und natürlich muss der Aufsichtsrat die Möglichkeit haben zu sagen, das Unternehmen steht vor der Wand, es geht nicht oder es sind andere gewichtige Argumente. Aber ich glaube, wenn man wirklich eine Diskussion auf Augenhöhe ermöglichen will, sollte Ausnahmerecht, also Ausnahme
Regelung umgedreht werden und ein Recht vorgesehen. Und abgesehen davon gibt es sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle Klarstellungsbedarf in dem Gesetzesvorschlag, aber das ist, glaube ich, der Hauptpunkt ist das subjektive Recht. Vielen Dank. Noch eine Frage, eine kurze? Eine ganz kurze Frage. Sie haben auch geschrieben, es wäre zu überlegen, ob entsprechende Informationen auch an hervorgehobener Stelle aufzunehmen wären im Betriebsbericht. Wir haben da vorhin auch schon kurz gesprochen. Ich glaube, Sie wissen, worum es geht. Eine halbe Minute noch, Frau Dr. Favoccia. Finde ich auch richtig und nicht zu viel verlangt. Wenn man schon Informationen verlangt, dann sollten sie nicht begraben sein. Frau Kugel hat auf die NASDAQ hingewiesen, ganz erstaunlich, welche Folgen dort vorgesehen werden, wenn die Berichtspflichten nicht erfüllt werden, nämlich nach einer Heilungsfrist, wenn die nicht eingehalten wird, ein Delisting Statement. Das ist alles nur ein Entwurf, aber zeigt, in welche Richtung in Amerika nachgedacht wird. Vielen Dank. Das war auch eine Punktlandung. Damit sind wir am Ende unserer Anhörung. Ich danke den Sachverständigen, die heute da waren, die Besucherinnen und Besucher, für Ihr Kommen und ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und wünsche Ihnen heute noch einen schönen Abend. Ich schließe die Anhörung.